Hallo, 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 ihr hustend, keuchenden Zombie-Piraten und willkommen zurück zu Tales of Monkey Island. Ja, wir stehen immer noch vor Gericht und wir werden jetzt angeklagt, die LeChuck-Pocken über die Karibik verbreitet zu haben. Ja, und Elaine ist uns auch nicht gerade eine Hilfe, denn sie sagt ebenfalls, dass wir an allem schuld sind, weil sie gerade vor den Pocken befallen ist und ein bisschen eifersüchtig, weil wir eine schöne Spritztour mit Morgan hatten. Okay, ich rede mal hier mit dem Richter. Nur einen Moment, Euer Ehren. Okay. Was kann ich denn machen? Kann ich den Schwamm mit ihr benutzen, damit sie wieder zur Besinnung kommt? Euer Ehren, Seeräuber von Flotsam. Sie alle glauben, dass ich, Guybrush Threepwood, mächtiger Pirat, diese schrecklichen Pocken an ihr Ufer gebracht habe. Ab mit seinem Kopf! Über die Planke mit ihm! Und wenn ich Ihnen sagen würde, dass ich diesen ungebärdigen Zeugen zähmen, meine guten Absichten beweisen und sie alle von den schrecklichen Voodoo-Pocken heilen kann? Das wäre nicht schlecht. Ich weiß nicht, Verdammt das Dschungelbiest! Euer Ehren, ich muss Einspruch erheben. Die Verteidigung klammert sich hier an schwammige Strohhalme. Abgelehnt, aber machen Sie weiter, Kapitän. Der Henker kann Überstunden abrechnen, wenn wir ihn bis nach Mitternacht hier behalten. Mit Vergnügen, Euer Ehren. Dirnen und Piraten, ich zeige Ihnen Beweisstück S. Das Wunder La Esponja Grande. Hatte ich mir größer vorgestellt. Nun sehet, wie ein einfaches Peeling mit La Esponja Grande die Pocken abwäscht und meiner Frau wieder ihr sehr angenehmes Auftreten verleiht. Arr! Zuckerkeks? Ab mit seinem Kopf! Bleib mir bloß mit dem Stück Seetang weg, du tiefseetauchender Tölpel! Möchte die Verteidigung noch weitere sinnlose Argumente vorbringen? Mehr habe ich eigentlich nicht. Dann verurteile ich dich, Kraft meines Amtes, auf Flotsam Island dazu, an deinem pockenverbreitenden Hals aufgehängt zu werden, bist du... Einen Moment mal! Was? Wow! Was bedeutet das? Ich heiße LeChuck und ich kann Ihnen genau sagen, was Guybrush getan hat. LeChuck? Ich dachte, der ist ein Geist. Ich hab gehört, er ist ein Zombie. Hört ihm nicht zu! Euer Ehren! Die Pocken sind nämlich meine Schuld. Hört ihm zu! Seit Jahrzehnten beschäftige ich mich mit den dunklen Kräften des Voodoo, um Macht zu erlangen. Ich war hungrig nach Macht. Ich sehnte mich nach Macht. Ich plünderte, raubte und tötete für sie. Das kann ich alles bezeugen. Und es war mein angesammeltes Voodoo, das sie alle angesteckt hat. Dunkles, böses Voodoo, das explosionsartig freigesetzt wurde, als ich wieder einmal von diesem heldenhaften Guybrush Threepwood besiegt wurde. Er macht da keine Witze. Ich habe ihn schon so 5-mal getötet. Sie sehen also, Guybrush Threepwood ist nicht die Ursache der Pocken. Ich bin es. Und ich liefere mich auf Gedeih und Verderb diesem Gericht aus. Runter mit deinem Kopf! Aber halt, da gibt es noch mehr. Wie sich herausgestellt hat mich eine unbekannte, stille Macht diese dunklen Korridore des Voodoo entlang geführt. Eine Macht so heimtückisch, wie ich es nie sein werde. Ich präsentiere dem Gericht dieses Tagebuch. Eigentum von... der... Ruhe da oben! Der Voodoo-Lady! Wer? Die gruselige Frau, die in der Hütte lebt? Was wie was? Auf diesen Seiten werden Sie detaillierte Pläne finden, die Voodoo-Lady im Verlaufe vieler Jahre ausgeheckt hat. Sie manipulierte mich auf meinem nie endenden Weg zur Macht, meinem Hunger nach Voodoo, meinen scheinbar endlosen Kreislauf aus ironischen, aberwitzigen Toten und verstörenden Wiederbelebungen. Meine Besessenheit von der bezaubernden Elaine. Es ist alles Ihre Schuld. Ab mit Ihrem Kopf! Futter für das Dschungelbiest! Das kann nicht stimmen. Oder doch? Ordnung! Ordnung! Ich verlange hierbei die Freilassung von Guybrush Threepwood und die sofortige Gefangennahme von LeChuck und der Voodoo-Lady. Ins Loch mit ihm! Mir steht es bis zur Augenklappe mit dieser landrettischen Zeitverschwendung. Ich hau ab und such mir einen Schatz.
Mach dir wegen mir keine Sorgen, mein Freund. Heile deine Frau. Nun, ich bin endlich wieder frei, aber meine mit Pocken verseuchte Frau ist spurlos verschwunden, ein verrückter Wissenschaftler jagt ihr aus welchen Gründen auch immer hinterher und der legendäre Voodoo-Schwamm, der sie hätte heilen sollen, stellt sich als völlig unbrauchbar heraus. Unter normalen Umständen würde ich jetzt ja die Voodoo-Lady um Hilfe bitten, aber sie sitzt im Gefängnis in der Zelle neben meinem Erzfeind, der vielleicht oder vielleicht auch nicht mein bester Freund ist, nachdem sich herausgestellt hat, dass sie die geheimnisvolle treibende Kraft für fast alle meine Anstrengungen in meinem Leben als Pirat war. Vielleicht hätte ich doch Imker werden sollen wie mein Onkel Sid. Okay, wir reden mal mit ihr. Hey, du! Hallo, Threepwood. Du hast mich auf eine wilde Albatros-Jagd geschickt, um La Esponja Grande zu finden und versprochen, damit könnte man die Pocken heilen. Aber nachdem ich gegen androgyne Meerleute, eine riesige Seekuh und deinen verrückten Ex-Freund kämpfen musste, was kriege ich da? Diesen Küchenschwamm! La Esponja. Ah, ich merke, du hast das Grande aus diesem wertlosen Stück Müll weggelassen. Nachdem er den mickrigen Rest meiner Pocken geheilt hatte, war in ihm nicht mehr genug Mojo, um Elaine zu heilen. Er ist nicht wertlos. Er ist nur jung. Er muss seine Reife erlangen, um sein Voodoo-absorbierendes Potenzial zu erreichen. Seine Reife erlangen? Wie soll ich das denn machen? Soll ich ihm was von den Schwammblumen und den Schwammbienen erzählen? Wie alle Kinder braucht auch La Esponja Nahrung. Ihm müssen 6 besondere Voodoo-Gerichte gefüttert werden, damit er die Größe eines Erwachsenen erreicht. Was für eine Mahlzeit ist das denn? Ein Fest der Sinne. Das Menü, Threepwood. Nimm es und serviere dem Schwamm eine Mahlzeit wie keine andere. Und dann? Er wird wachsen. Hey, klasse! Da ist eine Karte des Dschungels von Flotsam auf dem Titelbild. Dieser mächtige Pirat muss sich keine Bienen und Vögel und Eber mehr anhören. Okay. Ich rede hey, nochmal mit ihr. Du, schon wieder. Hallo, Threepwood. Du hast mich die ganzen Jahre über LeChuck belogen. Ich wähle meinen eigenen Weg, Guybrush. Aber sei versichert, ich habe dich nie angelogen. Du lügst doch schon wieder. Ich habe die ganze Zeit gedacht, dass LeChuck ein unmenschliches Monster war. Naja, er war ein unmenschliches Monster, aber nur, weil du das aus ihm gemacht hast. Habe ich das? Oder habe ich nur meine Rolle in einem viel größeren Stück gespielt? Hör auf damit, mich zu verwirren. Wir sind es leid, Puppen in deinem Schachspiel zu sein. Das ist kein Spiel, Threepwood. Ich habe Coronado de Cava getroffen. Mein Geliebter. Wie war er? Verrückt. Manisch-depressiv. Leben ruiniert. Ein weiteres Bauernopfer in deinem Theater der Verdammten. Ich wollte ihm nie wehtun. Klar wolltest du das nicht. Komm schon, gib es zu. Du hast Coronado manipuliert. Coronado wurde nie von meinem Voodoo berührt. Auch wenn er manchmal darum gebettelt hat. Ich weiß nicht mehr, ob wir über das Gleiche reden, also halte ich jetzt den Mund. Hast du Elaine gesehen? Natürlich würde ich es dir nicht glauben, wenn du sie gesehen hättest. Also ist es egal, ob ich sie gesehen habe. Wenn du sie siehst, sag es LeChuck und er soll es mir sagen. Du hast LeChuck verdorben, mich und Elaine jahrelang quälen lassen. Ich werde dir nie wieder vertrauen. Ich brauche dein Vertrauen nicht, Threepwood. Ich brauche nur deine Heldenhaftigkeit. Als ich bei Dekava war, hast du vielleicht etwas Seltsames gespürt. Ah. Du deutest zweifellos darauf hin, dass du für kurze Zeit meine Gestalt angenommen hast. Ha! Wie war es so, manipuliert zu werden, anstatt immer zu manipulieren? Es war seltsamerweise befreiend. Du bist merkwürdig. Du hast mich die ganzen Jahre über LeChuck belogen. Ich wähle meinen eigenen Weg, Guybrush. Das hatten wir schon. Wegen diesem Fest der Sinne. Was möchtest du wissen? Der erste Gang im Fest der Sinne. Die Serviette. Was soll das denn?
Der Tisch muss mit einer auffälligen Serviette gedeckt werden, um dem Schwamm Appetit zu machen. Erzähl mir noch mal etwas über die Serviette. Das Festessen muss mit einem Tuch beginnen, das visuell so stimulierend ist, dass dem Schwamm keine Wahl bleibt und er die Nieren wirkt. Also gut, okay. Erstmal genug von dem Festessen. Oh. Versuche nicht exekutiert zu werden, bevor ich Elaine heile. Wie du wünschst. Eine Serviette. Oh Gott, wo war das? Was war das nochmal? LeChuck! Geil, Brush! Ich hätte meine andere Hand gewettet, dass ich das niemals sagen würde, aber danke. Für was? Ich habe dich doch nur zur Verzweiflung gebracht. Dafür, dass du die Schuld auf dich genommen hast. Und für die Entlarvung der Voodoo-Lady. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Aber jetzt kann ich mich darauf konzentrieren, Elaine zu retten und mich um die Pocken zu kümmern. Das war das Mindeste, was ich tun konnte. Aber sei vorsichtig, Guybrush. Ich bin immer vorsichtig. Und das sagt der Mann, der um die Hand seiner Frau mit einem verfluchten Ring angehalten hat, den er aus meinem Lagerraum gestohlen hat. War das ein Witz? Entwickelt der böse Dämonenpirat LeChuck einen Sinn für Humor? Das ist seltsam. Wirklich, danke nochmal. Du musst dich nicht bei mir bedanken, mein Freund. Ich habe nur die Wahrheit gesagt. Man sagt, die Wahrheit kratzt am besten die Muscheln vom Boot. Weißt du? Wo warst du? Ich dachte, du bist bei Elaine. Nachdem ich Spinner Cay verlassen hatte, wollten Elaine und ich den Rest der Affen freilassen, die ich gefangen hatte. Als wir sie alle freigelassen hatten, hörte Elaine von deinem Gerichtsverfahren, kriegte eine verbockte Wut, übernahm einen vorbeisegelnden Muschelfrachter und setzte Kurs auf Flotsam Island. Das ist mein Mädchen. Unnötig zu erwähnen, dass ich mein Schiff nahm und mich auf die Suche nach ihm machte. Aber mitten in der Nacht kenterte mein Schiff nach einer Riesenwelle. Ich wurde an eine Kannibaleninsel gespült, von der ich flink entkommen konnte, weil ich mich der zahlreichen Fähigkeiten bediente, die du mir auf den Jerkbait-Inseln beigebracht hattest. Es ist unglaublich, wie einfach man sich vernünftig mit Menschenfressern unterhalten kann. Da ich wusste, dass ich so schnell wie noch nie hierher kommen musste, baute ich mir ein Floß aus Essensresten der Kannibalen und Warzenschweinsehnen. Leider haben das schnell die Haie gefressen. Oh nein! Also bin ich geschwommen. Ich bin 3 Tage so schnell wie möglich geschwommen. Und kamst rechtzeitig an, um mich vor dem Galgen zu retten. Gut gemacht, Kumpel. Du hattest einen guten Schwimmtrainer. Das Feuer unserer Freundschaft trieb mich an. Hast du Elaine gesehen? Nein, nicht seit sie mich mit einer verpockten Wut verlassen hat. Das tut sie in letzter Zeit oft. Ich kann nicht glauben, dass die Voodoo-Lady diese ganzen Jahre deine Geister- und Dämonenfäden gezogen hat. Für mich war das auch ein Schock. Aber es steht alles in ihrem Tagebuch. Du, ich, Elaine. Wir sind alle Teil der bösartigen Pläne der Voodoo-Lady. Bösartigkeit liegt im Auge des Betrachters. Guybrush Threepwood. Ich weiß, dass das schwer zu verstehen ist. Aber es ist nicht alles, wie es scheint. Nein, alles ist völlig verdreht, was ich von dir erwartet habe. Mir lag immer dein Wohlergehen am Herzen. Und was ist mit meinen Interessen? Ohne deine Einmischung hätte ich ein normales, glückliches Piratenleben führen können. Ha! Das Schicksal von LeChuck war noch nie normal. Und der Berg aus Eis auf der Achterbahn der Verdammten? Sie steckte dahinter? Aber sowas von dahinter. Ich habe Leib, Leben und Seku aufs Spiel gesetzt, um La Esponja Grande zu bekommen. Und es ist ein kümmerlicher, wertloser Klumpen. Was? Schau dir das riesige Wunder an. La Esponja Grande. Das ist La Esponja Grande? Aber sollte in ihm nicht unendlich viel Voodoo sein? Ich weiß. Was für eine Enttäuschung. Die Größe des Schwamms ist bedeutungslos. Es kommt darauf an, was du mit ihm machst. Oh ja? Und du kämpfst wie ein... Der Schwamm ist immer noch klein. Wie schade. Also, Miss Spooky Pants hat mir dieses Menü gegeben, mit dem ich mehr Grande in meinen Esponja kriegen soll. Ausgezeichnet. Willst du dein neues schlussfolgerndes Denken testen und mit mir herausfinden, was ich für das Menü brauche? Ich würde meinen Bart hergeben, wenn ich dir helfen könnte. Aber mein Piratenhirn ist mit solchen Dingen überfordert. Das erklärt, warum du es mir nach all diesen Jahren trotzdem noch erlaubst, dir mit einer Flasche Voodoo-Malzbier näher als eine nautische Meile zu kommen.
Warte nur, Kumpel. Wenn ich erstmal Elaine gerettet habe, kommst du dran. Mach dir wegen mir keine Sorgen. Okay, dann gehe ich doch mal zu Stan und red auch mal mit Stan. Vielleicht hat er irgendwas Neues zu... Oh, was hat denn der da? Eine LeChuck-Figur. Irgendwas sagt mir, dass ich Stans lebhafte Einrichtung nicht unbedingt sehen muss. Nee, hier. Irgendwas sagt mir, dass ich Stans lebhafte Einrichtung nicht unbedingt sehen muss. Ja, aber ich klicke doch gar nicht auf die Einrichtung. Ich will... Was liegt denn da auf dem Tisch? Stan! Threepwood, du trägst mir doch diese ganzen zivilen und strafrechtlichen Anklagen nicht nach. Schnee von gestern. Großartig. Schnee, unter dem ein schnellsprechender Winkeladvokat und Verkäufer begraben liegt. Oh? Du willst immer noch Kohle scheffeln, obwohl ich erst kürzlich freigesprochen wurde? Nee, ich hab diesem Trottel Doro den ganzen Müll verkauft. Ich mache mit dem nächsten Verfahren des Jahrhunderts weiter. Flotsam Island gegen LeChuck und die Voodoo Lady. Wie läuft der Verkauf jetzt? Klasse! Die Leute können einfach nicht genug kriegen von der fragwürdigen Moral der Voodoo Lady, ihrem mysteriösen, unerforschten Hintergrund und ihren großen... Lalalala, ich höre nicht zu, lalala! Voodoo-Amuletten. Und was LeChuck angeht, sagen wir einfach, die Piratendamen lieben, lieben, lieben Geschichten, in denen der böse Junge Erlösung findet und wieder gut wird. Ach. Wurde der Voodoo Lady und LeChuck schon ein Verfahren gemacht? Wurde das? Es ist das Verfahren des Jahrhunderts! Warte mal, ich dachte, ich war das Verfahren des Jahrhunderts. Schnee von gestern, Threepwood. Womit klagst du LeChuck und die Voodoo Lady an? Oh, ich klage sie gar nicht an. Ich verteidige sie. Was? Warum? Warum mache ich überhaupt etwas, Threepwood? Geld, Goldstücke, schmutziger Profit. Diese Voodoo Lady ist stinkreich. Komisch ist nur, dass sie mir den Fall nur gibt, wenn ich auch LeChuck verteidige. Komisch wie ein Holzbein. Was für Souvenirs kann man überhaupt von der Voodoo Lady und LeChuck haben? Oh, so wenig Vertrauen. Weide deine Augen an der brandneuen Das Volk gegen LeChuck und die Voodoo Lady Sammlung. Was ist das? Es ist ein kleiner, dekorativer Pin, den ich gebastelt habe. Trial of the Century 2. Electric Voodoo. Wir arbeiten noch am Titel. Was ist das da? Das ist unsere LeChuck und das verfluchte Schwert von Kaflu-Puppe. Wenn du den Knopf drückst, siehst du den besonderen, transformierenden Glanz. Was ist los? Es ist etwas hell. Ja, wir arbeiten noch dran. Was ist das? Es ist mein entzückender Voodoo Lady Glücksbringer fürs Armaturenbrett. Oh. Störend. Was machen die Anstecknadeln? Wie wäre das? Trial of the Century 2. LeChuck's Revenge. Perfekt. Was ist los? Wenn ich es mir recht überlege... Schweig, sprich nicht weiter. Ich vermute nicht, dass du mir deine Hinguckerjacke verkaufen würdest, oder? Meine Jacke hergeben? Das wäre wie Samson mit einem rasierten Schädel oder König Artus ohne Excalibur oder Bluebeard blond gefärbt. Hä? Ohne meine Jacke würde mein Händler-Mojo schneller verwelken als eine Gewächshaus-Orchidee in einem Pizzaofen. Das heißt also vielleicht? Ah, ich brauche seine Jacke als Serviette. Hast du meine Frau gesehen? Ob ich sie gesehen habe? Diese verrückte Seeteufelin wollte eine meiner patentierten, perfekt passablen Porzellan-Power-Piraten-Schatzkarten, bevor sie in den Dschungel abgehauen ist. Wenn wir Glück haben, wird sie wochenlang im Kreis gehen. Okay, dann gehe ich als nächstes nochmal in den Club 41. Hey, WP! Es scheint, dass die Ladies' Night langsam zu Ende geht. Ei! Ich denke daran, es gegen ein Happening auszutauschen, das ein klein wenig ruhiger abläuft. Wie der Ultimate Mumbly Pack-Abend oder die Amateur-Tattoo-Nacht.
Ich sagte Ihnen bereits, dass ich unschuldig bin. Ja, wie schön für Sie. Nur, dass wir in der Zwischenzeit alle die Pocken haben, eine unheimliche Voodoo-Priesterin in meinem Gefängnis sitzt und Ihre Frau immer noch damit droht, unsere Stadt in Schutt und Asche zu legen. Man könnte sagen, uns erging es nie besser. Barkeeper, ich würde gerne einen Drink bestellen. Was darf's denn sein? Ich brauche gerade nichts. Wenn ich's mir genau überlege, bin ich doch nicht so durstig wie gedacht. Okay, gibt's hier irgendwas Neues? Oh, was ist das? Fugu Jolokia. Scheint harmlos zu sein. Bist du Pirat genug für die Fugu Jolokia-Herausforderung? Ich würde es probieren. Ich mag scharfes Essen. Ah, da ist wieder Catherine. Hey, Krabs. Was willst du? Hey, Krabs. Nachdem dein Fall abgewiesen wurde, könntest du mit mir noch eine postprozessuale Amicus Curiae bilden? War das jetzt eine Anmache? Ich bin mir nicht sicher. Mein Latein ist schon ein wenig eingerostet. Du bist doch nicht wirklich verärgert, dass du dein Bein abscheulich entstellt hast, in der Absicht, unheilvolle Vergeltung am falschen Ziel zu erlangen, oder etwa doch? Was bringt mir das? Tschüss. Okay. Au. Dann kann ich noch mal, was kann ich noch mal? Ich kann noch mal mit ihm reden. Wer geht? Oh, Sie sind's. Wie geht's dir denn mit den LeChuck-Pocken? Ach, es ist gar nicht so schlimm. Klar, man hat das ständige Verlangen, die abscheulichsten Taten zu begehen. Und das wirkt sich ein wenig auf das soziale Umfeld aus. Aber mein Elan fürs Plündern war noch nie besser. Man könnte fast sagen, es schwimmt von allem, was in der Brühe. Eins habe ich allerdings nicht so erwartet. Die unglaubliche Lust auf Krautsalat. Sag mir ehrlich, Kumpel, woran liegt das nur? Kann ich noch mal reingehen? Ich glaube, ich habe ein paar wichtige Sachen liegen lassen. Das Gericht hat vertagt, bis die neuen Angeklagten ihre Fälle vorbereitet haben. Okay. Sonst noch irgendwas? Was war das? Der rennt, als hätte ihm jemand einen Säbel in seinen Backbord gerammt. Oh, da ist bestimmt irgendwas. Irgendwas ist da im Argen. Ich schau besser mal nach, warum der sein eigenes Labor verlässt. Was zum... Morgan! Was ist passiert? Wollte deine Hand holen. Das musstest du doch nicht. Ich musste mich revanchieren. Wegen der ganzen Probleme. Hab Jacques gefunden. Er hat mir gesagt... Was? Er hat mir gesagt... Was? Was hat dir der Affe gesagt? The Singe.
Och nö. Das tat mir immer sehr leid. Ich mochte Morgan als Charakter. Das fand ich immer sehr, sehr traurig. Tatsächlich ist es bisher mit, wenn es um solche Sachen geht, mit eins der emotionalsten und spannendsten Monkey Islands, die es gibt. Und dass das damals so untergegangen ist und die Leute das irgendwie nicht mochten, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, weil es passiert ständig was Neues. Storytechnisch ist die Story super und ja, es passiert wenigstens was und es ist wesentlich logischer als dieser Kackhaufen Monkey Island 4. Ja, okay. Weiter geht's dann in der nächsten Folge. Bis dann.